Ey, yo, Knochen hier. Steht ja unten unter dem Video. Nee, Servus, ihr Schlawiner. Hier ist der Knochen, Brigade-Typ. Heute fahre ich den Panzer 4-70 in Klammern V. Total bescheuerter Name. Panzerjäger. Ist klar, der große Bruder, würde ich mal sagen, vom Hetzer. Das ist du Sohn deiner Mutter. Okay, versteckt sich. Ich werde hier auch ein bisschen vorsichtiger sein, denn ich bin ja ein relativ klobiges Fahrzeug. Hat zwar ein paar Treffer aus, aber wir sind ja auch hier im Bereich unterwegs, wo man locker mal eins in die Schnauze kriegt. Und da hat schon den ersten zerlegt. Deswegen bleibe ich hier hinten und werde jetzt nicht hier wie Geronimo vorfahren. Hat sie echt zerlegt. Gleich am Anfang hier. Kommt ja gar nicht klar drauf. Was ist das denn? Das noch einer. Das Blöde ist, wenn die natürlich bei voller Fahrt, also voll in Bewegung sind, da zu schießen, da trifft man höchstwahrscheinlich überhaupt nichts. Der ist wahrscheinlich irgendwo hinter irgendeinem Hügel und kann natürlich sein, dass ihn jetzt einfach sehe, dass er da ist. Oh. Oh mein Gott. Eigentlich ist ja das hier die Gewinnerseite, aber befürchtet, das könnte auch... Jetzt schaffe ich es ja. Einer weg. Aber ich kenne ja die großen Panzer, genau, da schießt man wirklich die komplette Besatzung tot. Einer ist noch in der Lage, irgendwie einen Knopf zu drücken und plötzlich, pupp, fährt der ganze Panzer noch durch die Botanik und verschwindet. Und hier sieht das ein bisschen anders aus. Komm, den müssen wir noch kriegen hier. So, ich habe einen Kill. Das hat sich wieder gelohnt. Das hätte ich den 30. Oh, das war verruckelt. Das war ziemlich dumm. Ein komm, ich fährt er mir vor die Fresse hier. Alter, warte mal, auf meine Scheiße. Kraftstofftank, wenn ich Glück habe, rennt er vielleicht ab. Ne, der versteckt sich. Hilfreich wäre jetzt. Sorry. Wenn ich vorfahre. Und mir den irgendwie schnappe. Aber, meine Panzerjäger sind eigentlich dafür ja auch gedacht, dass sie eben. Habe ich mir gedacht, dass da einer rumgammelt. Panzerjäger sind ja nicht dafür gedacht, dass sie durch die ganze Zeit die durch die Gegend fahren. Sondern man soll sich natürlich schon einen guten Punkt suchen, wo man stehen bleiben kann, wo man halt ein bisschen snipern kann. Das ärgert mich persönlich zwar selber, wenn mir sowas passiert, aber so dafür sind diese Fahrzeuge gedacht. Weil man ja halt auch überwiegend das, oder in den meisten Fällen das komplette Fahrzeug drehen muss, wenn links, rechts oder sonst wo einer erscheint. Der kommt ja nochmal vor, oder ich sehe ihn schießen. Das sah nach MG aus. Ich habe keinen Bock vorzufahren, nicht? Dass ich den T-34 nicht zerlegt habe, das ärgert mich auch irgendwie. Und wie man sieht, unten, ich bin schon ziemlich schwer beschädigt. Ich habe schon einiges abbekommen. Wenn ich Pech habe, dann fetzt er mir jetzt voll eins in die Seite rein. Und das will ich eigentlich nicht. Woher sie von vor? Ich kann nur gut hier. Schwer abzuschätzen, wenn man die nicht richtig ins Visier bekommt. Da könnte ein Zaun davor sein oder sonst was und man kriegt die einfach nicht richtig ins Visier. Wenn man dann schießt, kann man natürlich Glück haben und trotzdem treffen. Kritische Treffer oder die komplett ausmerzen, aber das könnte schwierig werden. Ich schieß mal einfach, denke ich mal. Nee, das wird nichts. Wie sieht's neben mir aus? Keiner da. Oh, oh shit. Ja, da kommen sie. Hallo. Oh, komm, zeig dich, du Mensch, echt. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Das Blöde ist natürlich, wenn hier keiner weiter vorfährt, wenn sie natürlich sich auf mich fixieren hier. Den Fokus fokussieren. Gut, jetzt gehe ich in die Luft. Ich muss diese Bombe abfangen, bevor er irgendwie seine Scheiße hier runterschmeißt und mich zerfetzt. Ist mir auch egal, ob ich jetzt mein Flugzeug verliere. Ich will das Ding einfach zerlegen. Oh, oh, oh. Schnell raus hier. Gut, da ist er wieder. Da ist er wieder. Der KV-85. Ich kann ihn nicht ins Visier nehmen. So, die Abschusshilfe war wahrscheinlich
die Dornier gerade. Ich habe echt so keinen Bock vorzufahren. Puh. Ist nicht gut hier. Ist natürlich jetzt nicht das absolute most thrilling Gameplay hier. Aber ich weiß nicht, ich habe mir auch ein paar andere Videos angeguckt. Ich sehe da auch niemanden die ganze Zeit durch die Gegend fahren. Blöder. Die meisten verschanzen sich irgendwo und hoffen, dass es klappt. Das ist dann echt noch derselbe T34, oder? Ist ja eine Macke, jetzt ist er weg. Aber immerhin, ich bin noch dabei. Ich hätte es vielleicht nicht aussprechen können. Ich bin nicht abergläubisch, aussprechen sollen. Ich bin nicht abergläubisch, aber manchmal denke ich, man beeinflusst das irgendwie. Aber das ist wahrscheinlich auch nur subjektiv. In Wirklichkeit macht man dann einfach irgendeinen Fehler und puff, sind die Eier weg. Ne, du schiebst jetzt nicht hier. Aber ich denke, ich werde wahrscheinlich wirklich mal ein bisschen vorfahren müssen. Dann macht der KV85, ist der noch da? Ich habe keinen Bock drauf, dass er mir von hinten eins reinsammelt. Was macht der Typ hier echt? Komm, geh aus dem Spiel raus. Manchmal, wenn solche Aktionen passieren, dann denke ich, ey, die versuchen einen wirklich einfach nur als Schutzschild zu benutzen hier. Da klappt, glaube ich, auch einer. Der klopft. Ja, irgendwie rüber. Ich muss irgendwie rüber. Mal die Kokonis zeigen, die rasierten. Ich denke, ich könnte das schaffen. Da ist keiner. Wenn die hinter mir jetzt ordentlich und hinter und neben mir ordentlich Druck machen, dann könnte das funktionieren. Ich wäre ja schon so gut wie da. Ja, ich kann cappen. Artilleriefeuer. Wer hätte es gedacht? Aber da hat ja keiner gerechnet. Okay, ist mir scheißegal. Ich cappe jetzt erstmal plötzlich stehen. Versuchen wir das. Oh, wollte gerade sagen, das Artilleriefeuer zu überleben. Hier ist schon. Ey, der Panzer ist ja eigentlich kaum noch fahrtüchtig. Wundert mich, dass die Gleisketten noch nicht zerfetzt wurden. Holy Smokes macht den hier, ey. Aber das bringt Punkte. Ich muss nur irgendwie überleben. Okay, da kommen noch Kollegen von mir. Das ist der Typ. Echt jetzt? Der ist ja gerade erst angekommen und schon ist er weg. Das ist nie ein gutes Zeichen. Du bist alone. Ich bin alone? Ich bin wirklich alone hier. Aber ich denke mal, die haben schon ziemlich viele Fahrzeuge verloren. Naja, obwohl, da ist noch einiges am Start. Und ich stehe da rum wie blöde. Aber gut, die sind weiter hinten, sollten mich eigentlich nicht dort treffen, da ja noch ein paar Gebäude dazwischen sind. Und hier kriegt man natürlich so keinen Panzer zerschossen. Aber trotzdem eine Abschusshilfe, einfach nur, weil ich einen Treffer erreicht habe hier. T-34-85. Bin ich auch mal ganz gerne gefahren. Kann ich nicht verleugnen. Den rumballern hier. Da mal ein bisschen, da mal ein bisschen. Gibt vielleicht einiges an Abschusshilfen. Und ich denke, das wird es jetzt auch bald gewesen sein. Doppeltreffer. Yes! So, wie sieht's denn aus hier? Ich denke, ich kann mich raustrauen. Meine Schildkröte hier. Wieder Abschusshilfe. Ich habe ja gesagt, man muss schon ein paar Mal irgendwie treffen. Und noch eine Abschusshilfe. Wird jetzt aber nicht die krasse Serie, wie ich dachte. Weil die ich erhofft hatte. Ich will jemand noch. Oh, oh. Echt jetzt? Oh, Scheiße. Nur die Gleiskette. Blöd ist, der Kollege ist davor und ja, das könnte ja vielleicht was werden hier.
Oh, Abschusshilfe. Gehe ich in die Luft oder nicht? Ich glaube, hier ist auch eh nichts mehr zum Abschießen. Nee, wenn ich schon so gemütlich nach vorne fahren kann. Alle Fahrzeuge verloren. Ich sag mal, neunter Platz. Scheiße, Alter. Danke fürs Zuschauen. Hinterlasst ein Abo. Tut euch nicht weh. Würde mir helfen. Super. Besten Dank. Warum bin ich nur neunter? Irritiert mich jetzt irgendwie. Naja, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.